NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Wir begrüßen euch. Ich normal sitzend auf dem Stuhl, Sabrina im Lotussitz auf dem Stuhl. Für die, die das nicht wissen, nachgoogeln unter pink-pearl-yoga.ch. Das wäre die Webseite von Sabrina. Aber nicht, dass sie euch noch eine Verletzung holt, wenn ihr es nachmacht. Oh Gott, keine Beliefssteuer, keine Beliefssteuer. Immer schön aufwärmen und dehnen. Begebt euch in Fachhände, ihr Lieben. Genau. Das sind komische Verrenkungen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ja, was hätten wir heute? Wir hätten eine Frage. Also hättest du eventuell dich vorbereitet. Hast du nicht, weil du machst es ja spontan. Du bist so gut, dass du alles spontan, zack. Ja. Ja, und heute möchte ich gerne wissen, was sind gehirngerechte Ziele? Wow. Gut, also gehirngerechte Ziele erkennst du daran, dass wenn du morgens die Augen aufmachst, also nach dem Schlafen, du machst die Augen auf und denkst an deine Ziele. Wer bist du in 5 Jahren? Und dich der reine Gedanke an diese Ziele so sehr begeistern, dass du vor Freude aus dem Bett springst. Idealerweise in einem doppelten Flickflack-Salto-Schraube und so motiviert bist für den Rest deines Tages, dass du einfach Dinge tust, die dich auch wirklich dahin bringen. Das wäre gehirngerecht. Hilft dir das? Ja, jetzt guckt ihr die meisten Menschen da draußen an. Ja, das habe ich mir jetzt gerade auch überlegt. Da ist quasi der Gang zum Spiegel. Ja. Ah, schon wieder ein Morgen. Ich glaube, die meisten sind froh, wenn sie den Tag überleben. Sie freuen sich bereits am Montag aufs Wochenende. Am Wochenende freuen sie sich auf den Urlaub, und wenn es dann im Urlaub regnet, ist alles dahin. Oh Gottes Willen. Ja, 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 ja. Und das noch viel das Interessante, das ist eher so ein bisschen Masterstoff und es zeigt schon sehr viel über Struktur auf. Menschen, die sich Montag bereits auf Freitag freuen und dann bereits Samstag wieder anfangen, darüber nachzudenken, dass schon bald wieder Montag ist. Das ich kenne ist diese Zeit. Ja, ja, ich. Das ist. Ja, Begeisterung pur. Mhm. Das ist quasi, da hilft dann auch gar nichts mehr. Das ist dann quasi immer scheiße. Ja, das ist so quasi, ich freue mich dann als nächstes auf die großen Ferien. Und dann, wenn die Ferien da sind, ist quasi nach 2 Tagen, denkt man schon wieder darüber nach, dass die Ferien schon bald vorbei sind. Und irgendwie ist gar nie Genuss da. Ja, und die Menschen bestellen sich dann eben auch wirklich den Regen quasi in die Ferien rein. Mhm. Ist cool. Mhm. Gesetz der Anziehung. Ist dann gar nie mehr schön. Ja, ich glaube, es geht so viel genau um das. Was stelle ich mir vor? Was plane ich mir? Das Gehirn ist eine Zielerreichungsmaschine. Und so viele von uns haben bereits in den Schulzeiten oder vielleicht sogar schon früher abtrainiert bekommen, überhaupt zu träumen. Ich erinnere mich an Tage in der Schule, wo die Lehrerin bereits gesagt hätte, Libro, würdest du dich bitte wieder konzentrieren? Da draußen ist die Lösung nicht. Weil ich aus dem Fenster geguckt habe und Tag geträumt habe. Und ich glaube, es geht einigen so. Uns wurde, oder vielen von uns wurde abtrainiert, überhaupt zu träumen, uns überhaupt vorzustellen, was will ich denn genau im Leben? Und das ist schade, weil es macht ganz viele da draußen so traurig. Sie haben keine Idee, was sie wirklich wollen. Oder sie hätten vielleicht noch eine Idee und gleichzeitig kommt dann sofort ja, das Gegenargument. Das geht nicht, du kannst nicht. Das ist exakt das und die das gleichzeitig ja, haben. Wir nennen es limitierende Glaubenssätze. Ja, ja. Ja, wie ist der entstanden? Ich erinnere mich als kleiner Junge, ich hatte 1000 Ideen, was ich werden wollte. Was wolltest du werden? Tierärztin. Tierärztin? Ja. Cool. Und warum bist du es nicht geworden?
ich hätte dann länger in die Schule müssen. Es hätte länger gedauert, bis ich Geld verdienen könnte. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass man als Tierärztin auch Tiere einschläfern muss. Okay. Ja. Okay. Ist cool. Und so hat es dann geendet. Es gab eine Stelle, ich hatte viele Ideen. Also Astronaut wäre eins gewesen, als kleiner Junge. Und dann kamen die Tipps der Großen. Da muss man dann aber viel leisten, das können nur ganz spezielle Menschen, da muss man studieren, da muss man dies, da muss man jenes. Und da hatte ich schon keine Lust mehr, weil der Weg war mir zu anstrengend. Und dann irgendwann wollte ich Bauer werden. Ah ja? Meine Patentante hat einen Bauernhof. Und irgendwie habe ich das irgendwie noch toll gefunden. Ja, bis ich dann erfahren habe, dass man da früh aufstehen muss. Ja, das kam ja dann auch. Ja, aber da muss man dann früh aufstehen. Ja, okay, gut, dann habe ich auch wieder keine Lust. Ja, also gehirngerecht. Ich glaube, alles startet damit, überhaupt mal wieder sich zu trauen, groß zu träumen. Weil, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt da draußen hingehe und sage, oh, ich würde mich freuen über diese Riesenvilla am Meer oder an der Klippe irgendwo, wo man Aussicht hat auf das ganze Meer, Sonnenuntergang und so weiter und so weiter, dann käme schon die eine oder andere Stimme, also vielleicht kennt das jemand, die dann sagen würde, ja, man kann halt nicht alles haben. Träume sind Schäume und ja, dafür muss man hart arbeiten, dafür braucht man viel Geld und ba, 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 ba. All diese limitierenden Glaubenssätze. Und weil wir uns nicht gewohnt sind, überhaupt groß zu träumen und große Dinge für möglich zu halten, kaufen viele von uns dann das sofort ab. Ah ja, stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, ich hatte gerade Lust zu träumen, aber jetzt, wo du, lieber Freund, liebe Freundin, mir so klar wieder aufzeigst, dass das ja gar nicht möglich ist, ja, du hast recht. Und dann hören sie wieder auf damit. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist sehr, sehr schade, weil es nimmt sämtliches Erschaffenpotenzial aus dem Leben. Und so leben ganz viele da draußen. Wenn morgens der Wecker klingelt, dann ist einfach der Gedanke an irgendeinen komischen Tag, vielleicht noch einen anstrengenden Tag, was auch immer. Zuerst noch fünfmal den Snooze-Button. Ja, genau, das sind die Lieblinge. Das ist cool, ja. Aha. So quasi, ich habe eigentlich gar keine Lust aufzustehen und deshalb verlängere ich jetzt irgendwie noch mal so um 20 Minuten meine Schlafenszeit, wo ich immer so denke, schlaf doch direkt 20 Minuten länger, das macht doch irgendwie mehr Sinn. Und egal. So, wenn du morgens, wenn du aufstehst, an deine Ziele denkst und die dich nicht wirklich antreiben, aufzustehen, voller Freude, voller Spaß, voller Begeisterung, für viele ein Fremdwort, wenn sie an ihre Ziele denken. Es kommen dann viele und sagen, naja, lieber, ich habe verstanden, ich habe Ziele. Ich erzähle sie dir. Dann erzählen sie mir keine Minute am Stück überhaupt, was man Ziel nennen könnte, aber sie erzählen mir davon. Und dann frage ich immer, das ist ganz toll. Mir ist egal, was du für ein Ziel hast. Es spielt für mich wirklich keine Rolle. Es ist dein Leben. Ich habe nur eine Frage. Wenn du mir gleich von deinem Ziel erzählst, von deinem Endergebnis in 5 Jahren von heute, wenn du mir davon berichtest, leuchten deine Augen? Hast du Spaß, wenn du daran denkst? Spüre ich diesen Spaß? Kommt dieser Funke bei mir an? Wenn ja, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn nicht, denk nochmals nach. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, lieber, weißt du, ich bin da in meinem Job ganz zufrieden. Es ist ganz okay. Wo du so denkst, ja, wow, das ist aber Begeisterung, ja? Ganz okay. Es ist ja nicht so schlecht. Wo entsteht dein Leben? Wo entsteht die Welt? Wo entsteht bei dir Begeisterung? Und dafür darfst du wieder anfangen zu lernen, wie man träumt. Dich wieder erinnern, wie man träumt. Und du darfst üben, deine Träume, die Gedanken, deine Träume aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist die wichtigste Stelle. Das ist die wichtigste Stelle,
wieder zu üben, weil gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Ablenkung passiert, wo Menschen ihr Gehirn sinnloserweise dahin trainieren, dass sie ständig hin und her springen. Ich mache gerade diesen Text, ich schreibe gerade diesen Brief und dann klingelt irgendwie ein Messenger, Pop-up, irgendwas und dann springen sie wieder weg und dann gehen sie wieder zurück, dann gehen sie wieder hin. Sie trainieren ihr Gehirn darauf, immer hin und her zu springen. So das, was ich üben will, deshalb macht Meditieren so viel Sinn. Langfristig wieder die Konzentration aufrecht zu erhalten, lange wieder in diesem Traum zu baden, überhaupt mal einen Film zu erschaffen, wo ich in die Gefühle reinkomme vom Endergebnis. Ich spaziere also schon im Endergebnis von meinem Haus oder ich sitze schon in meinem Auto oder bin schon an diesem tollen Ort, wo ich schon lange hin möchte. Ich sehe mich bereits schon mit meiner Traumfrau oder mit meinem Traummann erwachen am Morgen im Bett. Ich habe alle Sinne beteiligt, die überhaupt beteiligt werden können, um mir vorzustellen, wie das ist, sobald ich da bin. Und dann darf ich diese Gefühle aufrechterhalten. Wir könnten es wieder auf die ESO-Schiene nehmen, Gesetz der Anziehung. Und ich weiß überhaupt nicht, ob es esoterisch ist, weil wir sind in Amerika mittlerweile so weit, dass jeder Vierte es für möglich hält, dass Gedanken Realität erschaffen. Ich tue mich ein bisschen schwer, das einfach so in die ESO-Ecke zu schieben. Und letztlich geht es wieder um dasselbe. Wenn ich lange in meinem Endergebnis bade und gute Gefühle habe und Begeisterung habe und das ja meine Zukunft kopiert, was ich jetzt gerade fühle, dann macht es eine Menge Sinn, dass ich jetzt schon in meinem Endergebnis in meinem Kopf spazieren gehe, weil es gute Gefühle gibt und mehr von diesen guten Gefühlen in mein Leben kommen. Macht Sinn? Macht absolut Sinn, ja. Genau. Ja, also Zieleplanung, das ist ein Riesenthema und das ist erstmal der erste Schritt. So träum weiter und erreiche es. Ihr kennt die Menschen? So du erzählst ihnen begeistert irgendwas von deinen Zielen und dann sagen sie, ja, träum weiter. Ja, und dann erreiche es, ganz simpel. Träum weiter, das ist genau die Idee. Ja, Clara? Ja, würde ich schon sagen, ja. Wollen wir eine Wochenaufgabe draus kreieren? Du könntest mal hergehen und dich wieder trauen, überhaupt dir zu überlegen, was du denn wollen würdest in Zukunft. Und bitte geh her und halte doch mal alles für möglich. Weil viele würden jetzt sagen, ja, also Astronaut kann ich ja jetzt nicht werden. Weil, und dann kämen ganz viele Gründe, warum nicht. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt alle Astronaut werden sollst. Das ist auch ganz nett. Sondern was ist das, was du wirklich willst? Dir mal zu überlegen, wenn alles möglich wäre, wenn alles ganz einfach erreichbar wäre, was ist das, was du wirklich willst? Was ist das, was dich begeistert? Was würde dich morgens wirklich aus dem Bett springen lassen? Das könntest du dir, und notfalls könntest du dir das auch aufschreiben. Und du schreibst es vielleicht auch auf. Und es ist eher nur für diejenigen, die wirklich vorwärts kommen wollen im Leben. Das ist natürlich schon klar. Ja, hoffentlich alle unsere Zuhörerinnen. Naja, ich weiß es nicht. Und wir haben die Hoffnung, dass es so ist. Also ihr Lieben, dann viel Spaß beim Zieleplanen, viel Spaß beim Träumen. Und genau. Sendet uns, wenn ihr mögt, für diejenigen, die weiterkommen wollen, gerne eure Ziele ein. Dann kann ich euch den einen oder anderen Tipp noch dazu geben. Ja, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.